Ja, grüß Gott und hallo liebe Freunde. Heute zwei Broncos. Ja, einer eine ganz wilde Sau mit komplett wilde Jungs drinnen, also bitte nicht anecken. Lieber ein zivilisierter Bronco, gell? Ganz gefährlich. Übrigens, der gehört unseren Helmut. Und da werden wir heute auf seiner Piste ein bisschen die zwei gegeneinander wirken lassen. Erzähl ein bisschen zu deinen Helden. Was zu meinen? Erzähl ein bisschen zu deinen, technisch. Ich wurde ein bisschen schwerer gemacht, ein paar Optimierungen nach meinen Vorstellungen habe ich umgebaut. Mir passt das so, optisch und auch technisch. Bin ich soweit sehr zufrieden. Und was hast du technisch gemacht? Hast du einen stärkeren Motor drin? Nein, Motor ist original, Fahrtenregler ist original, es ist nur Getriebe, weil die Getriebe, weil die Zahnräder dann entsprechend besser. Umgebaut, andere Zahnräder, bessere. Mhm. Bin schwerer gemacht und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ja, meiner ist, wie einige von euch ja schon wissen, die hat die Hobbywing Fusion Pro 2.3 KV drinnen. Metallgetriebe, ein anderes Vorwerk. Natürlich auch von Absima. Wie ihr wisst, der ist ja von Absima 3.4 aufgebaut. Das Ganze ist natürlich alles selbst angefertigt. Die ganzen Aufhängungen vom Klappmechanismus der Karosserie bis zum Karosseriesicherung. Und hat sich eigentlich wirklich top bewährt. Und jetzt werden wir mal schauen. Jetzt gehen wir es halt einmal einfach auf ganz locker lässig an. Ne? Aha, da traut sich der zivilisierte Bronco natürlich nicht runterfahren, gell, weil da hat er Angst, dass er nicht mehr drüber aufkommt. Ah, ist herrlich. Danke. Ich habe gefahren, was für eine Herausforderung ist. Ja. Danke, Heli, für die Einladung. So die Feiern. Also, okay, solche Momente, mit denen habe ich heute überhaupt nicht gerechnet mehr, gell? Dass ich da jetzt mit irgendwem zum Fahren komme, am Sonntagnachmittag. Aber umso schöner, dass es mit uns zwar geklappt hat. Nein, passt schon. Ich würde gerne abschleppen oder anschleppen. Ah, ja, natürlich, ja, sicher. Na, da freue ich mich ganz besonders. Keine Frage. Ich weiß natürlich, was geht, ist überhaupt kein Problem. Hey, wo ist denn der Seilwinde? Ich brauche der Seilwinde für mein gutes Bein. Nein. Wechsel keine aufgemacht. Thank you.
kannst du auch, ja, natürlich. Ja, nicht natürlich in einfacheren Weg, ne? Das ist eh klar, ne? Natürlich, das ist aber der einfachere Weg, ne? Ja, meine lieben Freunde, natürlich haben wir heute halt auch, wie kann es auch anders sein, ein Biserland-Konferenzkampf zwischen Draxas und Absima. Und ich glaube aber nicht, aufgrund der Top-Performance, die beide haben, da, dass da irgendeiner einen Vorteil haben wird. Der Auto fährt halt immer so gut, wie du das einrichtest. Und sollte wirklich der Absima weniger gut sein als mit der Draxas. Man braucht ja nur neben eine schauen. Auf dem Beifahrer, ich meine, der Fahrer kann nicht so viel zuarbeiten. Aber wenn man jetzt da hergeht und man schaut sich den Beifahrer an, weiß nicht, ob man das auch so sieht. Also das ist schon ein bisschen. Also ich traue mir mit den Habern nicht anlegen. Wenn ich da, was der da drinnen hat, gell, das ist eine ganz wilde Geschichte. So. Ich habe halt da, wie glaube ich, letztes Mal meinen Pferdefuß gehabt da oben, ja. Gell? Ah, geht schon, komm noch. Das machen wir jetzt nicht, gell? Ja, das ist, weil ich total unvorsichtig war.
Also wir kommen vor und die Kurven geht meiner um eine Spur leichter. Oder hast du jetzt hinten die Sperre nicht ausgeschalten? Das kann natürlich sein. Das wäre möglich. Ja. Weil ich habe wirklich hier einen Wendekreis von 50 cm, gell? Bei offenen Sperren, und das ist natürlich schon ein Hammer, gell? Habe ich nicht gemessen. Also auf einer Waschbetonplatte drehe ich halt außen um, ne? Ich glaub nicht. Aber gut, da habe ich halt auch ein bisschen nachgeholfen. Bei Original hast du um die 60. Im Originalen hast du so um die 6 cm herum, gell? So, da haben wir jetzt wieder eine ganz interessante, gell, oder? Souverän. So, wenn so hakelige Abschnitte sind, dann tun wir immer ein bisschen mehr Abstand halten, ne? Da siehst du, das hat er jetzt fast auf einmal geschafft, gell? Ja. Da haben sie reingekommen. Und das ist, wenn du hinten auch dran kannst, ein Hammer, gell? Ja. Aber da siehst du es jetzt ganz krass, ne? Ich muss halt nicht mehr aufpassen, wenn ich hinter dir nachfahre, weil ich immer auf dein Auto zuerst schaue. Ne? Und das ist doch mit der Lenkung auch so eine Geschichte. Ja, ist alles so schön, ne? Das ist schon klar. Ja, logisch. Ja, nein, ist verständlich, ich verstehe das.
haben wir diesmal ein bisschen Glück gehabt. Jetzt habe ich was dran. Die Spuren auf der Wurst. Doch mir nicht aus. Ich bin ja schon drüber. Ja. Das kommt immer drauf an, wie es die Spur gerade erwischt, weil da hast du wirklich einen ganz einen schmalen Grat. Ungefähr so breit wie Auto. Ja. Und tut dann einen halben Zentimeter links oder rechts, ne? Ist du, hey, da ist nicht viel Unterschied. Ja, das ist das Reden nicht wert, ne? Nein. Das sieht man schön, bei der Wurzel geschaut, ne? Ja, ja, klar. Wir haben schon zwei, dreimal ein Auto drüber gefahren. Ich wollte schon da hinten links auf die abbiegen. Nein. Ja, weißt du, ich hab dein Auto angeschaut. Ja, ja, ja. Weißt du, wenn es so schön ist? Ich schon ja. Er blendet mich ja regelrecht. Ja, ja, ja. Wie der Anwalt gesagt, er ist halt ein richtiger Blender, ne? Weil er erst 3 Jahre alt ist, darum wahrscheinlich. Okay. Ich bin weg frei, weil die Strecke nicht verlauf, dass du eine Strecke kennst. Sagst du noch nicht? Ist der Stammel frei? Doch, wenn du fahren kannst, brauchst du die Strecke nicht wirklich kennen. Du brauchst es nur lesen können. Sicher. Ja, dann hast du, dann ist es schon erledigt. Ja, keine Frage. Schau ich, ja. Hast du das gesehen? Ja. Also die Stelle, die wir direkt die rot anstreichen. Warum? Im Video drinnen und im, also zum Studium dann, weißt du? Aha, ja. Ich bin einmal auf dein Auto geschaut und dann bin ich vom rechten Fuß ab. Mach ich nie mehr, ich schau nie mehr da gern. Die Richtung ist ja witzig, in die andere Richtung richtig witzig. Ja, das richtig witzig. Das wissen wir ja schon vom letzten Mal, ne? Ja, ja, das wird super. Dass das eine ganz eine geile Partie ist, ne? Ja, ja, das wird ganz super.
Das ist nämlich nicht ohne da, gell? Weil du das nämlich ein bisschen schräg anfahren musst. Also solche Sachen fange ich immer, schaue immer, dass ich so gerade wie möglich, gell? Ich will mir bald dann anschauen, weil es auch so cool ist. Ja, da, das ist auch so cool, oder? Ja. Da brennst du gleich. Ja. Das ist cool. Ja, aber schön macht er das. Er macht das wirklich schön, ja. Also da, er fasziniert mich immer wieder aufs Neige, gell? Und es ist halt, wenn du halt dein Auto da beigestellt hast und... Ich hätte mir nichts anderes erwartet. Ja. Du merkst die Reifenarbeit in der Schrägen, gell? Ja, freilich. Ja, richtig. Aber du siehst halt, wenn du halt nicht mit Gefühl rumfährst, hundertprozentig liegt er da. Hundertprozentig liegt er da. Ganz, weil du siehst direkt, wie er auf der Oberseite wach wird, gell? Ganz sicher. So, da haben wir jetzt auch wieder eine sehr interessante Session, gell? Ja. Wenn du das da nämlich nicht richtig anfährst, dann putzt es sowieso gleich. Da ist nicht steil, da ist sehr steil. Ja, und blöd zum Anfahren auch noch, ne? Mhm. So, ich würde mal sagen, Session 1 brechen wir mal ab und für die Retourfahrt machen wir, glaube ich, ein eigenes Video. Ne? Denke mal, also, ja. Liebe Freunde, ich glaube, das war schon mal recht interessant und spannend, was da jetzt war. Keine Frage. Wir werden auch mal kurz den Bildschirm jetzt zwar. So weit weg macht, dass ich uns kurz aussehe. Ui, es geht sich aus, gell? Mhm. Elli, noch einmal herzlichen Dank für die herrliche Session, für die Einladung. Und schließen wir jetzt ab und für die Rückfahrt machen wir dann ein neues Video.